zu diesem Stream. Um 20.30 Uhr, genau um 20.30 Uhr, Punkt 20.30 Uhr. Wir spielen auf einem, wir spielen auf meinem Minecraft, also nochmal meinem und Dragos Minecraft Server. Genau. Hallo. Ja, und Dragos auch dabei. Jo, viel Spaß, das Projekt ist einfach nur bauen. Spaß haben. Okay. Und. Jo. Also, Leon. Da ist Pluto. Pluto ist auch dabei. Pluto. Sven und Pluto. Pluto kennt ihr von Donut. Er war auch dabei. Ich will erst mal ganz kurz gucken, wie ich diese Dreck Links rauskomme. Und ich bin auf YouTube und auf twitch.com TV Drago Basler zusammengeschrieben. So. Ich muss den Schnee ausmachen. Und du, Leon, wie heißt du genau auf TikTok? Dino-Mexify. Genau. Leute, TikTok Dino-Mexify, YouTube Hundegaming, Twitch Team-Ellevoltec. Ja, dann herzlich willkommen und viel Spaß. Wäre natürlich schön, zusammen bauen, ein bisschen Abenteuer erleben und ein bisschen die Jobs einteilen. Ich habe ein Foto reingeschickt. Bei mir steht die ganze Zeit 8 Minuten, 11 Minuten, 8 Minuten, 11 ja, Minuten. Ja, weil noch der Teil runterladen muss. Jungs, bitte einer nacheinander reden. Drago war doch gerade reden, lass sie doch erstmal ausreden. Ja, Basti will allerdings immer dazwischen reden. Ja, ja, ein bisschen reinreden dürft ihr schon. Ja, ja, das macht aber meinen Kopf kaputt, wenn es die ganze Zeit ist. Ja, also wenn es den Kopf kaputt macht, dann ist es besser nicht reinzureden. Hallo! Was hast du hier, was schon? Okay. Ich gehe mal ein bisschen weit. Da ist gleich ein Riss. Hier ist viel besser zum Abbauen. Ich sehe sogar auf der Minimap euren Namen. Okay, dann kann ich auch ein bisschen sehen. Es ist jetzt scheiße, weil dieser Schnee. Also ich habe leider mit Fabric einen Bug, schon seit mehreren Versionen, dass die Fabric-Mods eine zu neue Fabric-Version brauchen. Deshalb habe ich den Pfeffer-Client. Kein Donut-MP mehr, gerade nicht, nein. Jo, genau. Und du, Leon, hast ihn auch, gell? Ja. Ich gehe jetzt einfach mal nach Richtung Süden. Wir treffen uns irgendwo dann mal irgendwo anders. Ah ja, ich muss noch ein paar Setzlinge haben. Um diese Fichten. Da ich eben so einen Ninja-Skin habe, würde ich mal irgendwie so ein bisschen Bambus-Ninja-mäßig bauen. Was für eine IP, Luki, erstmal bekommt keiner die IP außer Basti, Drago und Jo. Also Leute, am besten bei mir ein bisschen aktiv sein. Ich lade euch gerne ein, aber dann auch benehmen, gell? Bitte nicht klauen, nicht etwas zerstören und auch Spieler nicht angreifen, wenn ihr nicht vorher sagt, oder? Und ja, benehmt euch einfach genauso wie auf anderen Servern. So nett und so willkommen für andere Spieler wie möglich. Also nicht allzu viel in der Nähe abbauen von anderen Spielern, Häuser oder so. Und ja. Die Häuser auch schön bald. Wollen wir erstmal nochmal Keep Inventory anmachen? Nein. Nein, lass es aus, aber bitte einfach diese Items nicht gerade klauen und am besten einfach so gut wie möglich, so nett wie möglich zu den anderen sein, genauso wie ihr behandelt werden wollt. Also bei mir darf man klauen, mich angreifen, alles, mich stört das nicht. Ich habe Spaß daran. Ich bin auch ein bisschen sensibel gegenüber so Sachen, also bitte. Vielleicht ein bisschen trollen dürft ihr, aber ja, nicht gerade sehr viel umbauen oder abbauen oder so. Ja. Leon wird mich sowieso mal plagen, also trollen. Weißt du, auf der Streamerinsel, Digga, wo ich dein ganzes Haus in Wolle eingebaut habe. Das ist ein bisschen zu heftig gewesen, weil ich dann sehr viel Arbeit hätte gehabt, aber das hast du ja dann wieder bereinigt. Weißt du, wie lange das gedauert hat? Ja, also. Dann mach's bitte einfach auch nicht, wenn du schon denkst, du wirst dort irgendwie. Wie viele Kühe wir züchten mussten, damit wir dein ganzes Haus in Wolle einbauen. Ja, also. Aber genau deswegen hast du ja so viele Schafe und Kühe gezüchtet. Um mich zu trollen. Es war lustig, es war ein geiles TikTok. Dann tue ich aber mehr im Singleplayer Let's Playen. Dann habe ich den Leon nicht. Doch. Nein. Nee, ich verstehe das schon. Leon ist
ist eine sehr nervige Person. Ich glaube, es funktioniert. Ein nerviges Individuum, das einfach nur mich trollt. Danke, Pluto. Wie kann man Drago trollen? Das ist viel zu lieb. Ja, aber Leon, mach mal zuerst deinen Tempel oder was das war, Kirche, mal fertig hier auf dem Server. Nein, nein, aber du musst unbedingt dieses Holz verwenden, dieses neue Kirschblütenholz. Das ist dein Material zum Beispiel. Ich baue nicht wieder 20.000 Terrakotta ab, um einen Dings bauen zu wollen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Also du wirst zu nichts gezwungen. Ich habe ja nur so ein bisschen gesagt. Also ich bin weiter gegen Süden gegangen. Du bist, glaube ich, nach Südosten gegangen, habe ich gesehen. Und hier im Süden ist eigentlich überall Wald. Waldbiom. Ich kann auch mal schauen. Wie lange dauert es denn noch? Lol. Okay, jetzt. Ich habe eine Ebene. Im Süden ist eine Ebene. Weiß ich nicht. So, währenddessen die anderen ja irgendwo einen schönen Platz suchen, werde ich mal alle Bäume mal sammeln. So sah der Bau aus. Es war nirgendwo war ein Wohlerraum. Treppe war alles komplett ausgebaut. Da war kein Wohlerraum. Ja. Hä, bekomme ich überhaupt Setzlinge eben? Ich habe nur einen Birken. Ah, jetzt habe ich auch einen eigentlichen Setzling. Schick mal bitte. Oh. So, wenn ihr irgendwie Dschungel findet und Bambus, oh, dann bin ich natürlich froh. Basti erinnert sich noch. Ja. Also, ich muss noch ein bisschen erinnern, aber ich habe sehr viel. Hä, gibt es irgendwie überhaupt keine Tiere auf dem Server? Ah, da ist ein Schaf. Ja, ist auf jeden Fall grob. Also die Datapacks hast du noch nicht gedownloadet, gell? Also ich werde die über Nacht, werde ich die downloaden, aber dann ist glaube ich Part 2 oder 3 schon. Ich muss aber 21:45 Uhr abends, also 21:45 Uhr muss ich aufhören kurz. Ich habe eine Verabredung mit einer schönen Dame. Drago? Ja, nein. Ich habe erst ein kürzeres Ding mal einen Shin genommen. Ich habe jetzt einfach, weißt du, ich muss wegen ein paar Damen muss ich jetzt Alkohol trinken. Sie wollen's. Basti, schick Drago was zu. Soll ich die Kondom schicken? Nein, hört auf. Wenn er jetzt schon anfängt damit, nein, hört auf. Ich brauch's nicht. Sorry, falls ich dazwischen rede, aber da funktioniert. Sehr unhöflich und Dragos Größe hätte die so nicht. Ja, und ich bin ein bisschen älter, ich brauche diesen Kinderquatsch nicht mehr. Macht auch mal ein bisschen erwachsener für den Drago. Stimmt ja, deine Schule hat dir XS-Kondome gegeben. Könnt ihr über etwas anders reden? Geht das? Das ist der Durchschnitt eigentlich. Für Basti ist Durchschnittsgröße. Hey, ich habe einen coolen Bauort, eine ganz gerade Wiese. Themawechsel. Aber Größe XS und XL haben nichts zu sagen. Es kommt auf die Leute. Schlecht beschissen, genau wegen diesen 2 Minuten jetzt. Sehr scheiße. Wenn man soll ich dir ein bisschen Alf zu schicken? Hallo. Basti, ich bin live geflogen. Egal, du hast doch über Sachen geredet. Hab ich nicht. Also redet etwas über anderes. Das ist nicht gerade so Let's Play würdig. Reden wir darüber, seit wann ihr Minecraft spielt. Das ist doch ein schönes Thema, oder nicht? Hm? Seit 2009, April 2009. Digga, Minecraft ist älter als ich. Ja. Ja, auch als ich. Und ich spiele seit April 2009, das ist 5 Monate früher, als Leon Geburtstag hat, also geboren ist. Das Ding ist, Basti, du hast kein Mitspracherecht. Minecraft ist ein Jahr älter als du. Ich bin 5 Monate. Minecraft ist 5 Monate älter als ich. Nein, Creeper, nein! Könnt ihr kurz vom Server gehen? Ich schlafe mal kurz. Ich bin gerade gejoint. Ja, jetzt muss ich kurz. Ich kann jetzt gerade nicht schlafen. Jetzt ist nämlich ein Creeper hinter mir her. Es ist gefährlich für dich. Du hast noch kein Material. Ich habe auch kein Material. Alle kurz raus. Nur kurz raus. Ich schlafe. Ja, es ist wieder Tag. Jetzt muss ich aber meinen... Oh, der Creep ist immer noch da. Oh mein Gott, es funktioniert mit Fedder. Ja. Also ich habe bisher jetzt nicht so viel gefunden. Viel Wald und eine Wiese.
Wollen wir auf der Wiese bleiben, oder? In Richtung Süden, vom Spawn Richtung Süden ist eine Wiese. Ganz weit nach Westen schon gerast. Du bist nach Westen gelaufen. Welche Koordinaten denn? Ich bin in Osten. 250 und 250 und 909. 52? 250 ist X und Z ist 916 jetzt. X 726 und Y 90. Könnt ihr einfach vom Spawn her nach Süden gehen? Habt ihr Minimap installiert oder so? Ich ja. Einfach nach Süden gehen, also F3 und dann Zof. Cool, nee, sorry, hier kommt jetzt erstmal noch gar keiner drauf. Also noch nicht. Bin der Einzige, ich hab Feder installiert. Wenn ich jetzt Feder wieder fließe. Mhm. Und du kannst die Mods dir da reinmachen. Ja, das geht. Und dann wieder startet, dann dauert es nicht wieder 20 Minuten, ne? Nein, weil ja schon installiert ist. Ja. Gut, weil ich muss nur jetzt schnell. Ich habe ja die Minimap schon installiert. Prozent App Data, Prozent. Hä, nicht so. Ja. Doch, ich habe sie schon installiert, ich muss sie noch einziehen. Du kannst es aber anders machen. Das geht einfach, Feder, weil ich habe Feder hat ein, Feder hat ein hat alleine, also Feder hat Mods alleine. Die haben die gleichen Mods, die es gibt. Ich weiß, aber ich hab sie jetzt schon reingezogen. Ach so. Ah nee, aber ich kann nicht für 1,2. Ich hab's glaube ich nicht für 1,20. Ja, bei Feder gibt's eins. Ich benutze die ja bei 1,20. Ja, ich lade einfach runter bei Feder, geht einfach. Ja. Ist ein bisschen einfacher. Nur Bissel, weil ich kein 1,20 hab. So, ich muss mir mal Werkzeuge machen. Kannst du deinen Partner Feder vorstellen? In deinen Träumen. Ja, mach mal ein bisschen Werbung. Ja, die neuen Dino Caves. Jetzt neu bei Feather. Welche Mods kann ich noch installieren? Keine Ahnung. Na, brauchst du nicht. Also Shuni Map ist eigentlich der beste Mod. Du kannst dir einfach so Koordinaten. Egal, ich hab Simple Voice Chat. Das ist das, was Banks auch hat. Ich hack mich einfach auf Banks Minecraft Freunde Server. Ich mach mich Whitelist und dann rede ich mit denen. Mhm. Ey, das Ding ist ja nicht eigentlich heute rausgegangen, denn jetzt wäre es eigentlich sogar sehr schlau, sogar eigentlich sehr leicht gewesen, Banks zu treffen. Also kommt alle auf 200x und Z ist 924, dort ist meine Base schon mal ein bisschen. Nein, ich bin tausend Stück entfernt. Wie bitte? Tragen, sagst du nochmal die Koordinaten? 210 und 930. Bin ich jetzt gerade bei der Höhle, also bei der, ja, Mine. Hä? Warum funktioniert es jetzt nicht mehr? Ah, inkompatibel Modset. Ihr seid alle ein bisschen nicht Richtung Süden gegangen, ihr seid ein bisschen weggedriftet. Simple Voice Chat funktioniert nicht, weil Simple Voice Chat nicht auf dem Server ist. Ach so. Ja. Ich kann Minecraft allgemein nicht starten. Ach so. Deswegen. Oh, ich hab keine Fakten. Aber wenn ich jetzt auf Mods gehe, dann ist es aber nicht einkopiert. Dann ist da nur Optifine. 1,2, ich muss auch 1,20 machen. Hey, als ich das erste Mal Bambus gesehen habe, ich mochte es einfach nicht so. Aber mittlerweile habe ich irgendwie Bambus am liebsten von den neuen Features. Ich habe nur die Minimap. Ja, ich habe aber im Singleplayer noch nie Bambus eigentlich benutzt, um irgendwas zu craften. Ich habe sie einfach gesetzt und im Stich gelassen. So, Launch Fabric. Das ist, weil ich eine falsche Version gemacht habe. Wo ist das Dorf in meiner Nähe? X1221, Y111. Also ein bisschen weiter weg von mir, okay. Im Osten. Ja, 1000 Blöcke. Oh nein, da ist Wasser hinter der Kohle. Cobblestone ist da. Leon, sind deine Eier auch weh? Was? Sind deine Eier auch weh? Digga, Basti, nein. Bist du dumm? Hör auf, so zu reden oder du wirst direkt gekriegt. Ja, also meine Livestreams und Let's Plays sind eigentlich ein bisschen jugendfrei, also für ab 12 Jahren. Also einfach nicht gerade so extreme Wörter, dass ich sagen. Dragon, Cherry! Cherry, Bio! Das Schnabeltier. Cherry, Bio! Bist du in der Nähe jetzt, oder wie? Kirschblüte! Na, 1300. Multiplayer. Yo, ist das ein schönes Dragodia. Video. So. Ich wundere, ich habe den Server Dragodia genannt.
Ja. Ist ja eigentlich unser Server, der noch in Warteschlange noch ist, wieder ein bisschen. Weil, ja, wir haben ein paar Plugins verloren. Und darf ich noch ein bisschen erzählen? Der eine Techniker, der ist momentan in der Ukraine und hilft den Bürgern dort. Jetzt ist ja gerade Überschwemmung, habt ihr gelesen, vom Staudamm und so. Machst du gerade? Charson oder wie es heißt? Nein, ich hab nicht gelacht. Leon Y oder J? J. Hä, J passiert gar nichts. Bei mir passiert bei J was. Das war's. Meinst du die Taste links neben X oder die Taste links neben K? Links neben K. Ah, brauche ich doch noch meine eigene Mod, ne, oder? Welche Mod hast du installiert? Ich hab Xaeros Minim. Ja, da brauchst du auch noch das andere Xaeros. Oh mein Gott, ich hab die neuen Kirschblütenbäume. Ja, kannst du mal mitnehmen und hier pflanzen? Wer nicht? Das andere? Weiß ich nicht. Xaeros Map Adish. Also Shuni Map gibt's noch, die ist besser. Journey Map kenne ich auch, die ist gut. Zoom out, meinst du das? Nicht Zoom out. Ich glaube, es heißt Journey Map oder so. Journey Map. Ja. Welche hast du denn, Leon? Journey Map. Ich hab's auch. Also Xeros Minimap ist halt einfach limitiert, dann musst du da immer wieder umstellen, wenn du zu viele Waypoints gemacht hast und so. Musst du sehr viel umstellen. Xeros Minimap aus. Ah, jetzt habe ich zu wenig. Für Journey Map brauche ich auch nichts anderes, ne? Ja, also vieles hat ja den Feather Client schon drin und dann kannst du die einfach aktivieren, die du brauchst. Also bei Journey Map brauche ich nichts anderes. Nein, nichts. Gut, dann starte ich jetzt nochmal. Also zur Orientierung ist die Journey Map schon Pflicht. Also ich kann zum Beispiel nicht mehr spielen ohne. Ich habe jetzt im Singleplayer immer ohne Mods gespielt und ja. So einfach Orientierungsmods, das ist einfach langsam Pflicht. Das gehört einfach zu Minecraft dazu. Auch wenn es nicht vom Young selber ist. Leute, was habt ihr heute so gemacht an dem wunderschönen Freitagabend? Sehr viel geräumt, also umgeräumt, irgendwelche Kartons und so. Das war, oh mein Gott. Ich bin völlig K.O. Leon, ich muss mal meinem PC jetzt richtig aufpassen. Ich bin gerade mit meinem Fuß in meinen Lüfter rein. Oh, aua! Das hat nicht mal wehgetan, aber was war das? Ich hab Krieg gemacht. Ich mach Keep Inventory an. Ich würde, es unsichtbar. Nein, Digga, was ist mit dir? Ja, weil PvP an ist. Aber die Herausforderung müsst ihr im Singleplayer halt noch ein bisschen höher schrauben. Es hat mich halt gerade so ein bisschen erschreckt. Ah ja, kannst du Fire Tick, weißt du wie? Ich mach's mal kurz. So, jetzt aber mit J, ne? Ja. Ah, ja, sieht schon besser aus. Was ist neu? Weil wenn irgendjemand etwas anzündet, tut sich das Feuer nicht ausbreiten und es macht keine Blöcke kaputt. Das ist Firetick. Ich bringe Cherry Saplings mit. Ja. Und bist du bald bei mir? Ich habe schon einen Garten angelegt. Ich bin 1000 Blöcke entfernt. Nehmen wir noch 1000. Ich gehe nach Süden jetzt. Ne? Also einfach die Koordinaten. Ich tue sie mal in den Chat posten. Ah, danke schön. Warte, tut das Koordinaten? Nein, das sind seine Koordinaten. Ich spam die rein. Gut, danke. Das sind die Koordinaten. Ich habe schon eine Base ein bisschen gemacht, aber noch kein Haus. Ja, danke. Ja. Ich schicke schon die Koordinaten, wenn sie gebraucht werden. Ja, schon gesehen. Und im Minimap, im Xero, Juni Map kannst du das direkt aus Waypoint machen. Das ist viel einfacher. Okay. Welcher Taste? Ne, J und. Es steht im Chat. Oh, also okay. Die Koordinaten, Buchstaben sind drin. Was sind die letzten Koordinaten nochmal? Die letzte ist 64, also das ist die Y, die Höhen, die Höhe, Denkrichtung. Das nach der Höhe, meine ich. Ja, das ist ja meistens Ding, also das ist Y. Ich habe gerade einen schwarzen Chat, ich kann es gar nicht lesen. Fetter Setting.
Boss. Sag mal bitte deine Koordinaten. Wie sieht man den Chat eigentlich? Warte, ich guck. 930. Ah, danke. Ich muss leider den Chat irgendwie noch sichtbar bekommen. Scoreboard, Screenshot. Bitte nochmal sagen. Schreib mal bitte nochmal rein. Ich finde irgendwie den Chat, denke ich. Autotext. Kannst du den Standort reinschreiben? Bin ich blöd oder dumm? Kann ich nicht beantworten. Warum kann ich den Standort nicht bearbeiten? Sicher, du bist ein wundervoller Mensch. Ich müsste kurz schlafen wieder. Habt ihr endlich mal ein Bett gecraftet? Da vorne. Meine Antwort ist der letzte. Also eins von drei schlafen, also bitte entweder rausgehen oder schlafen. Einfach kurz, ich sag wenn. Leon, ich sehe dich auf der Map. Leon. Ja? Ich muss schlafen, ich hab sonst hier Monster. Hä? Wait a second. Bei mir laggt es gerade, aber ich hab dich gerade gesehen auf der Map. Könnt ihr kurz euch ausloggen, nur kurz, ein paar Sekunden. Eins von zwei, einer muss noch raus. Aber craftet euch ein Bett und nehmt das Bett immer mit, damit wir wenigstens die Nacht ein bisschen überspringen können. Danke, könnt ihr wieder reinkommen. Nein, leider noch nicht. Weil sonst haben wir immer wieder Creep und Ähnliches hier, sonst müssen wir Mob Griefing auch noch ausstellen. Ja, aber die Endermans tun immer Blöcke klauen. Ja, einen Block, aber wenn es hunderte pro Tag sind, also jeden Tag einen ist, dann sind alle Blöcke dann plötzlich weg. Das ist das Schlimmste auf großen Servern, wenn das Mob-Griefing an ist. Das ist Minecraft, da brauchst du es wieder hin. So ist das. Wow. Also machst du die Mühe für unseren Server, dass jeder Block wieder an der Stelle ist, wo er war. Ja, kein Problem. Ja, es ist halt einfach bei großen Servern dann immer blöde, dass viele Blöcke dann fehlen. So eine Wüste, wenn viele dort bleiben und wohnen, dann ist die ganze Wüste so wie ein Minenfeld, weil jeder Enderman natürlich so einen Block aufhebt. Sonst, sie können ja sonst nicht leben, diese armen Endermans. Ganz arme Leute. Stell dir mal vor, wir bauen so, wir haben so ein Lager, also ich werde so ein Lager bauen, das wird niemand sehen. Und da sind da so ganz viele Netherite-Blöcke drin. Oh. Und dann kommt da so ein dreckiger Enderman und klaut mir meine Netherite-Blöcke. Nein. Können die das? Vermutlich. Ja, der Pluto hat direkt einen Diamanten. Pluto macht den X-Ray aus. Okay. Ja, ich bin... Ohne X-Ray am Zocken, aber alles gut. Ich habe ja auch sehr schnell, also ich glaube dir. Oh, hier haben wir Kürbisse gleich in der Nähe. Ist es jetzt mal, dass die Map gecrashed, die Map bei Minecraft zum Crashen gebracht hat oder nicht? Weiß ich doch nicht. Vielleicht? Ja, immerhin habe ich hier auf Fette Client auch keine Error-Meldung 1. Steht überall im Internet, es sei von Mods, aber wenn ich keine Mods verwende im Singleplayer. Aber immerhin hier auch nicht, oder? Muss auch sowieso schauen. Okay, ich bin schon 24 Minuten am aufnehmen. Also hier in der Nähe gibt es ganz viele Inseln. Wir könnten etwas Schönes bauen. Ein großer Bauernhof noch auf der Wiese. Aber so ein spezielles Biom haben wir halt jetzt gerade noch nicht in der Nähe. Außer du willst im Kirschblütenwald und dann eine Base bauen oder so, Leon. Hörst du mich gerade zu? Ja. Was willst du dort bauen? Mir eigentlich relativ scheißegal. Ja, aber das ist ein spezielles Biom, das ist doch cool. So, dann gehe ich aber auch ein bisschen weg von der Base. Ich habe jetzt genug gemacht. Ja, eben. Sucht für mich Diamanten, dankeschön. Und ich gehe mal ein anderes Biom finden, nämlich Bambus. Ich bin schon wieder nur am Feld mit Scheiße.
So, bin wieder da. Ja, yeah, I come back. So, ja, bin gehört, ich bin wieder da. Also die Base ist bereit, da könnt ihr auch Sachen rausnehmen aus der Kiste oder so. Aber bitte fair aufteilen. Und nebendran ist die Mine. Ich gehe jetzt aufs Meer mit dem Boot, das ich nicht gecraftet habe, ich Schlaumeier. Ich wollte es noch craften. Genau, ich weiß, wie ich Leon trollen kann. Ich baue ganz viele Bambusboote und lege sie in seine Base. Sobald ich auf den Server bin, fängt mein PC an zu brennen. Ja. Okay, Basti, geh niemals in die Nähe von seiner Base. Es wird so unglaublich laggen. Er tut schon wieder Fremdwerbung machen. Eieiei. Nee, weil Drago wieder nur mein Ding streamen will. 6 GB hat er schon noch. Was? Warte mal, kostet dieses Cape 12,50 €? Ja. Der Server hat mehr GB als mein Laptop. LOL. Cringe. Okay. Ich hab hier den neuen Sand. Leon, gibt es Free Capes? Gell, Leon, der Dragodia-Server hatte mehr Gigabyte als mein Monster Gaming PC. Er hatte 18 und ich habe 16 GB. Ich habe Schwarzeichenwald gefunden. Leon, sollen wir zusammen dann auf Donald SMP wieder? Voll die Fremdwerbung. Was hast du gesagt, Leon? Jeder wann? Redet dann wann? Jetzt? Dann müsste ich Streamer beenden. Ey, ich merke schon, wenn ich nicht auf Donald SMP spiele, einen Zuschauer, gar keinen Zuschauer, wenn ich auf Donald SMP spiele, 30, 40 Zuschauer. Ja, weil die dich alle streamen wollen. Ja, das ist einfach Werbung, weißt du, Werbung macht halt immer mehr Zuschauer. Vor allem auch, sie interessieren sich mehr, weil sie einfach den Server auch kennen. Das ist immer so. Deshalb mache ich es ja nicht. Deshalb mache ich keine Fremdwerbung. Damit so viel mehr Reichweite bekommt, Drago. Ja, mach's doch. Schenk mir die Zuschauer von diesem Server doch. Warum so? Was? Leon, du bist immer dabei, aber machst nie etwas für mich. Du musst mich supporten und nicht diesen Server, der so viele Zuschauer hat. Also so viele Spieler hat. Ich gebe dir jeden verdammten Monat ein Twitch Prime Abo. Wow. Also verdiene ich ja mega viel von dem. Da nimmt mir ungefähr, weiß nicht, 70% Twitch weg und dann noch Amazon zusammen. Ja, aber Amazon ist schlau, weißt du, so machen die ihr Geld. Ja, die müssen immer Geld machen, weil sein Chef ist ja nur 3. oder 4. reichste Mensch der Erde. Es geht doch nicht, er will der Allerbeste sein. Ist nicht Elon Musk momentan noch der Top? Ja, Elon Musk geht auch aber mit dem Geld wie kein anderer. Elon Musk hat Twitter wieder verkauft. Ja, ach. Ja, nicht verkauft. Er hat es nicht angenommen. Er wird jetzt eine Co-Ownerin, sag ich jetzt mal. Geschenkt. Also er hat es nicht angenommen, weil er irgendwie, ja, die Fans einfach gegen ihn waren oder so. Und er hat ihn einfach kaufen lassen und jetzt ist er Co-Owner. Es ist eigentlich immer noch seins, aber er hat es an eine Co-Ownerin gegeben. Also es gehört immer noch ihm, aber er kann man will sich wieder nur auf... Aha, er will nicht arbeiten, okay. War so dumm, dass man den blauen Haken kaufen konnte. Wurde wieder rausgenommen? Weiß ich nicht. Hast du jetzt schon eine Rüstung gecraftet? Ey, ich komm grad, Drago, ne? Ja, lass noch ein bisschen auf dem Server bleiben. So, kein Problem. Also ich zwinge euch nicht irgendwie etwas anderes zu machen. Das ist der Allerbeste zu sein auf dem Server. Du bist einfach einen, der schnell das Spiel durchspielt. Ich bin einer, der langsam das Spiel durchspielt und sehr viel baut. Wo bist du? Aber dafür habe ich Schwarzeichenholz bald für dich. Drago, wenn ich durchgespielt habe, das Spiel, dann kann man ja erst richtig chillig spielen, weil man dann nicht mehr retten kann, finde ich. Ich habe mit den Netherite-Sachen habe ich irgendwie gar nicht mehr so viel Bock zu bauen. Ich muss davor bauen, ich muss mit Eisen-Equipment bauen. Drago,
Ich bin im Süden von meiner Base, wo die Koordinaten gesendet wurden. Im Süden ist nämlich ein Schwarzeichen weit. Ich bin gerade bei deiner Base. Ja, ich bin einfach noch weiter südlich, habe ich ja gesagt. Okay. So, ich brauche einen Waypoint. Hey Leute, ganz kurz Fette neu starten, weil ich habe noch Dings an. Oh, ich habe keinen Stein. Drago, was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Blau, okay, dann muss dein Waypoint für mich ein Blau. Ich habe ihn rot gemacht. So, jetzt muss ich halt einfach ein paar Steine holen. Ich mag keine Steine, ich mag Cobblestone immer noch nicht. Sieht immer noch hässlich aus. Was ist euer Lieblingsstein? Blackstone. Okay, sehr interessant. Meine ist Kalzit, der weiße Stein bei den Amethystgeoden ringsum. Also sehr interessant, dass jeder einen anderen Stein gerne hat. Ja. Also aber, wenn ich Kalzit finde, baue ich alles ab und bring's dir. Aber wir könnten ein oder zwei Projekte machen, wo jeder ein bisschen mithilft bauen. Und ja, kann ich bauen. Ja, dann lernst du es. Jedes Mal werde ich versklavt, ganz ehrlich. Nein, du bist nicht versklavt. Das sind Projekte. Das ist keine Sklavenarbeit. Da darf jeder mitmachen, der will. Du bist hier ein Sklave. Sei mal leise hier. Also nicht du, Drago. Ich bin der 31er Kerl, der alles gut baut. Ihr werdet glücklich sein über mich. Ey. Ihr werdet von mir so glücklich sein, dass ihr schöne Gebäude habt. Das Feuer breitet sich aus an. Nein, ich bin nicht 31er, ich bin 42er. Ich bin die Unendlichkeit. Das Feuer breitet sich aus an. Spread Fire, ist das an? Ich hab's ausgestellt. Ich hab den Game Rule ausgestellt. Also wenn du irgendwas anzündest, es brennt unendlich. Ja, komm doch. Und es breedet nicht. Ich bin gerade Dings Drago Space. Kannst du es kurz anmachen, damit mein Netherportal angeht? Mit Holz? Ja, geht doch an. Also Netherportal geht immer an. Mit Holz. Ja, nein, aber ich möchte Leon, ich komme. Hey Leon, soll ich dich anrufen nochmal? Ich hab's, glaube ich, noch. Truhe. So, jetzt kannst du es machen. Ja, dauert nur kurz. Ich bin auch erst kurz raus. Ja. Was waren die Jungs? Die sagen mir, die können nicht Donut, weil die ein tolles Projekt haben, dann komme ich hin und dann gehen sie wieder. Also Leon ist ein bisschen sehr schnell immer wieder ein bisschen weg oder nicht mehr so aktiv. Zuerst war er Roblox-süchtig, und nein, zuerst war er Fortnite-süchtig, dann Roblox-süchtig, dann irgendwelche Server-süchtig. Du kannst wieder ausmachen. Fire gut. Portal ist an. Also ich habe es jetzt wieder ausgestellt. Also ich habe jetzt 3 Setzlinge, ich brauche aber 4 Setzlinge. Mhm. Manchmal ist es so doof, dass man so wenig Setzlinge bekommt. Ein bisschen mehr Setzlinge würde Minecraft nicht schaden. Nicht überlasten oder so. So eigentlich ist Minecraft immer wie widerstandsfähiger, weil ja die Java-Version auch noch erweitert wird und so. Könnten auch mal, ja, ich weiß nicht, vielleicht wollen sie unbedingt, dass jeder PC, egal wie schlecht er ist, halt Minecraft abspielen kann. Aber ja, wenn ich jetzt eben ein Modpack mit Leon zusammen mache, dann machen wir so Mods rein, also wir machen alle selber die Mods von diesem Modpack, wo halt einfach auch ein bisschen für stärkere PCs dann ja ist. Oh, ich habe einen sehr schwachen PC. Okay. Ja, vielleicht müssen wir ja nicht unbedingt die Grafik oder so erhöhen machen. Einen Shader müssen sie sowieso nicht kreieren oder so, und dann geht es wahrscheinlich auf deinem PC auch. Ich krieg das meistens hin, dass ich da meine Einstellung so umstelle, dass es trotzdem noch funktioniert. Also ich habe mal 5 Setzlinge, sonst muss ich nochmals kommen hier. Gehe aber nochmals ein bisschen weiter südlich, aber mit dem Boot. So, ich muss aber, glaube ich, jetzt so langsam, ja, 34 Minuten. Gut, ich mache mal kurz den Part zu Ende, dann starte ich nochmals. Bis gleich.